Ja, herzlich willkommen zurück in Ankaria bei den Let's Play zu Sacred 2 Eisenblatt. Und ich habe eben merkwürdigerweise gemerkt, ich hatte nämlich kurz eine Testaufnahme gemacht, dass ich rapide Framerate-Einstürze habe. Ich nehme jetzt merkwürdigerweise gerade mit 15 Bildern pro Sekunde auf und deswegen ruckelt es auch leicht. Woran das liegt, weiß ich nicht, weil vorher hat alles grandios und flüssig stattgefunden hier bei diesem Spiel. Aber das gibt's ja gar nicht. Hab auch schon eine weitere Einstellungsmöglichkeit verringert bei der Grafik. Aber was das ist, weiß ich jetzt wirklich nicht. Auf jeden Fall sind wir hier in Greifenburg. Ja, in Greifenburg. Das glaubt ihr gar nicht, aber ist so. Es ist so und ich weiß dummerweise gerade gar nicht, wie viel Zeit uns bleibt, hier irgendwie noch durch die Gegend zu laufen, weil ich habe keine Uhr hier jetzt gerade. Das finde ich jetzt ziemlich pissig von mir auch, dass ich da gar nicht dran gedacht habe. Naja, schauen wir mal kurz von der Brücke, aber nicht springen, liebe Seraphim, ganz vorsichtig. Aha, Steine mit Fahnen drin. Ja, das sieht man auch nicht immer. Oh, da sind Wölfe und Gegner und überhaupt und ja, man sieht auch, jetzt ist irgendwie die Lichtsäule nicht mehr so wunderschön wie vorher. Ist ja hässlich. Das alles nur, weil ich komische Einstürze hier bei den Bildern pro Sekunde habe. Das kann ich ja gar nicht auf mir sitzen lassen. So. Und wirklich viel mehr Bilder als vorher habe ich jetzt auch nicht. Also, Tempel der Götter. Das ist doch schön. Also laufe ich hier mal so durch die Gegend. Vielleicht sind wir schneller, als wenn wir über den Weg laufen. So, zoomen wir mal ein bisschen ran an die nette Dame. Was mir auffällt gerade, ich habe seit Ewigkeiten kein Crysis 2 mehr aufgenommen. Also hochgeladen schon und auch Videos habe ich noch, aber ich habe gar nicht mehr aufgenommen, weil ich noch zu viel in Reserve habe. Oh, und ich habe keinen Platz mehr im Inventar, merke ich gerade. Verbrauchen wir ein paar Heiltränke, dann geht das schon wieder. Aber also, man kann es auch übertreiben mit seinen Angriffssprüchen, ne? Schatzelein. Oh. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Warum wenn ich... Oh, verstärkte Flügel. Sind die denn besser? Ja, die sind um einiges besser als unsere. Sind besser, sehen auch, naja, okay, kann man drüber streiten, sehen nicht viel schlechter aus. Ja, Bögen brauchen wir jetzt auch nicht. Wir haben schon bessere Sachen hier. Nette Schuhe. Okay, die sind so, aufheben den Scheiß, weil sonst verschwindet er noch. Ja. So, ich glaube, wir laufen gerade einen Berg hoch und das ist gar nicht gewollt. Wir sollen hier gar nicht hin. Auf jeden Fall habe ich mir schon überlegt, wenn wir denn irgendwann mal mit diesen
langen Let's Play hier durch sind, dann würde ich vielleicht auch den ersten Teil Let's Playen. Auch sehr logisch, wenn man erst den zweiten Teil Let's Playt und dann den ersten Teil, wow, sind das viele Gegner, den ersten Teil dann anfängt. Na okay, es ist vielleicht mal ganz interessant. Zumal ich da einen sehr schönen Charakter nehmen könnte. Nämlich den Dunkelelfen, der mir wirklich sehr gut gefallen hat. Doofer Bogenschütze hier. Du bist aber auch mit 3 Schlägen weg. Okay, 4 Schlägen. 4 Schlägen, 4 Schlägen. So, kommt hier meine Räuber. Ne? Und auch Erfahrungspunkte. Sonst kriege ich hier Mecker vom Meister. Oh. Und hier kriege ich haue Hiebe von Dieben. Ja, und ich bin schon ziemlich traurig. Da letzt lachte ich ab, Alarm für Cobra 11 ja schon zu Ende ist. Ich glaub's ja gar nicht. Weil, ach ja, das Spiel hat zwar schon seine Macken gehabt, aber war auch immer sehr, sehr nett. Das zu spielen und sich darüber aufzuregen. Aber egal. So, ich glaube, wir machen diese Horde von Gegnern noch weg und dann muss ich den Part beenden und mir meine Uhr ins Zimmer holen. Ja, weil wahrscheinlich wird dieser Part dann viel zu kurz sein. Oh, nächste Stufe. Dann leveln wir uns nochmal auf und dann beende ich den Part. Ich glaube, der Part könnte schon ein bisschen zu kurz sein, weil die Zeit vergeht hier entweder sehr langsam in diesem Spiel oder in der Realität. Oh, wir dürfen eine neue Fähigkeit wählen. Was nehmen wir denn da? Nutzen wir, das haben wir schon alles. Alte Magie, Schaden. Hört sich ja recht nett an. Was gibt's hier noch? Das macht keinen Sinn. Alte Magie. Als Magiefokus. Alte Magie gleich hoch. Und Rüstungskunde und Intibi. Ausdauer. Das ganze Paket. Ne? Mrs. Blue. So, und dann sag ich, für jetzt und für immer auf Wiedersehen. Nein, für diesen Part auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Sacred 2 Ice and Blood. Okay, ciao und tschüss.